wenn du ein Unternehmen startest und als Einzelunternehmen GbR oder auch UG, egal was, musst du dich bei dem Finanzamt anmelden. Und das Ganze funktioniert über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, so heißt er. Und dann gibt es immer noch den Nachtitel zur Gründung einer Personengesellschaft, zur Gründung eines Einzelunternehmens. Den findest du auf jeden Fall auch online als PDF. Und der muss ausgefüllt werden und zu dem Finanzamt geschickt werden, damit du eine Steuernummer bekommst. Denn du brauchst auf jeden Fall ja die Steuernummer, um deine Rechnung richtig zu schreiben. Und in dem Fragebogen selbst kannst du auch ein Kreuz setzen und direkt die Umsatzsteuer-ID-Nummer mit beantragen. Das würde ich auch immer gleich machen. Ansonsten muss man wieder an das Bundeszentralamt für Steuern schreiben, um diese Umsatzsteuer-ID-Nummer zu bekommen. Und dann gibt es in dem Fragebogen auch noch Angaben zu, was erwarte ich für einen Gewinn. Und da muss man aufpassen, denn wenn du da zu viel Gewinn einträgst für das erste Jahr, will das Finanzamt direkt Vorauszahlungen auf alle Steuerarten von dir haben. So, der Fragebogen, das hat sich mal geändert, der ist nur noch online auszufüllen. Ich hatte eben von der PDF gesprochen, das lohnt sich auf jeden Fall, die mal anzugucken, um zu sehen, wie der aufgebaut ist. Und wie wir den Fragebogen in Elster online ausfüllen, das siehst du hier im nächsten Teil des Videos. So, jetzt kommen wir zum praktischen Teil unseres Kurses, nämlich ich zeige dir einmal hier die Plattform Elster Online. Dort kannst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung selbst ausfüllen, aber auch noch mehr. Die Plattform bietet einiges, da kannst du zum Beispiel auch deine Umsatzsteuervoranmeldung mit übermitteln oder auch deine Steuererklärung drüber machen. Also egal wie, es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier anzumelden. Auch wenn du jetzt so ein Fremdbuchhaltungssoftware benutzt, dann brauchst du auf jeden Fall hier eine Schnittstelle zu Elster Online, damit das funktioniert. Das heißt, du musst hier ein Benutzerkonto erstellen. Und da gehen wir mal so ein bisschen rein. Ich habe natürlich schon eins, aber hier wird ganz genau beschrieben, wie das funktioniert. Und da musst du dich einmal durchklicken, musst es aktivieren. Und dann kriegst du auch noch Post. Du kriegst eine E-Mail und Post. Und da muss man auf jeden Fall auch die Zeit beachten, damit der nicht, der verfällt irgendwann nach ein paar Wochen. Deswegen, wenn du dich anmeldest, zieh das durch, mach das und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung durchgehe. Jetzt habe ich mich hier in Elster Online angemeldet mit meinem Account. So kann das dann bei dir auch aussehen und dann findest du hier auf der linken Seite mein Elster, aber auch direkt Formulare. Und dann gehen wir auf alle Formulare. Und dort siehst du dann den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und dann kannst du direkt auswählen, was du für ein Unternehmen gründest. Einzelunternehmen, Kapitalgesellschaft, GbR, Gründung einer Personengesellschaft. Aber wir machen das jetzt hier einfach einmal am Beispiel eines Einzelunternehmens und da führe ich dich dann mal durch und zeige so die wesentlichen Punkte. Die sind dann aber auch zum Beispiel bei der UG gleich. So, hier geht's einmal los. Wir sitzen in Hamburg. Eine Steuernummer habe ich nicht. Genau. Wir gehen davon aus, dass du noch keine neue Steuernummer, keine hast. Das heißt, neue Steuernummer beantragen und dann dein Bundesland. Und dein Finanzamt, welches für dich zuständig ist, das kannst du einfach auch über Google zum Beispiel suchen, zuständiges Finanzamt Hamburg und dann gibst du die Adresse, wo du wohnst, ein und dann findest du das. Ich wähle jetzt hier einfach mal das erste aus. So. Und dann klickst du dich hier so langsam durch, gibst deinen Namen, Adresse ein, Geburtsdatum, alles was du hast, also ist wichtig, dass du das alles ausfüllst und das Programm sagt dir auch immer, wenn du jetzt sagst, ich will weitergehen, dass da irgendwas unvollständig ist. Also eine Bankverbindung, wenn du ein Geschäftskonto hast, gibst du hier ein. Wenn du einen Steuerberater hast, dann gibst du den natürlich auch ein, am besten mich. Und Empfangsbevollmächtigter, ja, das bedeutet hier der Steuerberater, der dann deine Steuerbescheide bekommt und alles Weitere für dich regelt in Steuersachen. Genau, hier geht es jetzt um dein Unternehmen.
Da sagst du, was ist das für eine Tätigkeit, die das Unternehmen macht? Am besten entspricht das auch dem, was in der Gewerbeanmeldung drin steht, wenn eine nötig ist. Genau, und wann das Ganze losgegangen ist, inklusive der Vorbereitungshandlung. Das heißt, wenn ich jetzt heute mein Unternehmen an den Start bringe, das Gewerbe angemeldet habe, kann es ja sein, dass ich schon alles Mögliche gekauft habe, dann vielleicht auch einfach den 1.1.21 nehmen. Dann Adresse des Unternehmens, wenn du das bei dir zu Hause machst und nicht ein Büro gemietet hast, dann einfach die Wohnanschrift. Genau, Kontaktdaten, das kommt alles hin. Abweichender Ort der Geschäftsleitung nur, wenn du jetzt ein Büro gemietet hast oder zwei Betriebsstätten. Hier gibt es auch noch Betriebsstätten. Das hast du im Normalfall nicht. Handelsregistereintragung. Falls du dich eingemeldet hast im Handelsregister, bei Freiberuflern oder Gewerbetreibenden ist das grundsätzlich gar nicht nötig, also hier auch überspringen. Und die Gründungsform, jetzt kommen so ein bisschen die Besonderheiten, auf die ich genauer eingehen werde, was es für welche gibt. Nämlich typischerweise hast du eine Neugründung, die du gemacht hast und nicht irgendeine Verschmelzung oder eine Übernahme, sei denn du hast vielleicht einen Betrieb gekauft, aber dann mach das direkt mit dem Steuerberater. Wenn du das selbst machst und neu gründest, dann hier die Neugründung. Hier nochmal deinen Namen eintragen und Vorinhaber, das fällt alles weg. Vorheriges Unternehmen fällt dann bei Neugründung auch weg. Also hier kommt jetzt ein Bereich, wo sehr, sehr viel übersprungen werden kann. Auch die bisherigen Verhältnisse. Ob schon mal in den letzten 5 Jahren irgendwas, ob du schon mal was gemacht hast. Hier sind Angaben zur Einkommensteuervorauszahlung. Das ist ganz wichtig. Das muss man wissen. Denn wenn du hier jetzt sagst, angenommen, du startest einen Gewerbebetrieb oder hier selbstständige Arbeit mit deinem Business und du trägst hier einen Gewinn ein von, sag ich mal, 100.000 Euro im ersten Jahr und dann im Folgejahr 200.000 Euro und schickst das so zum Finanzamt, dann sagt das Finanzamt, ah, alles klar. 100.000 Euro Gewinn, da gehe ich schon mal mit 30% Steuern raus. Also bitte gib mir doch gleich schon mal 30.000 Euro Vorauszahlung für das aktuelle Jahr. Also da muss man aufpassen, was man hier einträgt. Am besten nicht zu hoch. Vielleicht eine, sagen wir, eine Null oder auch kann ja sein, dass du im ersten Jahr sogar einen Verlust machst, dann ein Minus und im zweiten Jahr dann einen kleinen Gewinn. So kommst du auf jeden Fall darum rum, dass du nicht direkt von Anfang an Vorauszahlungen leistest, weil es muss ja auch erstmal losgehen. Das macht irgendwie keinen Sinn. So, also das ist immer ein Punkt, der geht oft schief. Deswegen hier besonders vorsichtig sein, was du da einträgst. Und wenn der dich hier noch nach Sonderausgaben und so fragst, also Krankenversicherung, trag da was ein oder trag da nichts ein, das ist nicht kriegsentscheidend. Also wichtig ist, dass die hier was stehen haben. Und der Fragebogen so weit ausgefüllt ist, dass man den am Ende auch übermitteln kann. So, Angaben zur Gewinnermittlung, da gehen wir nochmal rein. Typischerweise, wenn du startest, machst du hier eine Einnahmenüberschussrechnung, 4-3 Gewinnermittlung, also so wie das Geld rein und rausfliegt und nicht Betriebsvermögensvergleich, das wäre die Bilanz. Also hier Einnahmenüberschussrechnung wählen. Bei der GmbH oder UG natürlich. Pflicht zur Buchführung, also dann wäre hier Betriebsvermögensvergleich auszuwählen. Aber Einzelunternehmen starten wir mit der Einnahmeausgabenrechnung. So, Freistellungsbescheinigung für Bauabzugssteuer. Gehen wir mal davon aus, dass du keine Baudienstleistung erbringst. Deswegen hier brauchst du diesen Antrag nicht stellen. Lohnsteueranmeldung ist die Frage, hast du direkt Mitarbeiter? Vermutlich nicht. Deswegen Anzahl der Mitarbeiter, wie gibt man dann hier eine Null ein? Und auch bei der Lohnsteuer einfach eine Null, so dass man das abschießen kann am Ende. So, Umsatzsteuer auch ein wichtiger Punkt, wo man viel falsch machen kann in dem Fragebogen. Nämlich, ob du überhaupt Umsatzsteuer nimmst oder als Kleinunternehmer das machst. Und hier musst du Umsätze schätzen und wenn du das als Kleinunternehmer machst, dann macht es Sinn, die Grenze hier von 22.000
auch nicht zu überschreiten im Fragebogen, dass man also zum Beispiel hier 10.000 eingeben im ersten Jahr und im zweiten einfach auch. So. Das, wenn du Kleinunternehmer das machst, wenn nicht, dann ist es völlig egal, dann kannst du jetzt auch 200.000 Euro Umsatz eintragen. Das geht dann natürlich trotzdem. So. Und Geschäftsveräußerung im Ganzen, du hast wahrscheinlich keinen Betrieb im Ganzen gekauft. Deswegen, da kannst du das hier weglassen. Und hier die Auswahl der Kleinunternehmerregelung. Also, da muss man, das ist ein bisschen tricky zu lesen, weil das so verneint ist, geschrieben ist. Also, der Gesamtumsatz wird voraussichtlich nicht überstiegen. Es wird die Regelung in Anspruch genommen. Also hier der Haken, wenn du das als Kleinunternehmer machst und wenn du es als die Grenze nicht überschreitest und trotzdem Umsatzsteuer nimmst, also regelbesteuert das Ganze machst, dann musst du hier den Haken setzen. Aber Achtung, du bist dann hier für 5 Jahre daran gebunden, Umsatzsteuer zu nehmen. Wenn du jetzt nicht sicher bist und im ersten Jahr auch nicht 22.000 knacken wirst, dann wähle die Kleinunternehmerregelung und starte erstmal ohne und guck, wie sich's entwickelt. So. Steuerfreie Umsätze. Wenn du welche hast, zum Beispiel, weil du vermietest oder so, das kann sein, aber Regelfall ist das nicht. Oder typischerweise vielleicht der Zahnarzt oder der Arzt, der könnte hier eine steuerfreie Leistung, also da, du vermutlich nicht. Und ermäßigter Steuersatz, also wenn du jetzt Bücher verkaufst oder auch Lebensmittel, dann wäre das mit Ja und dann eine Nummer. Wenn du dieses denkst, hier komme ich hin, dann geh lieber direkt zum Steuerberater und lass dich nochmal beraten. So. Ist Versteuerung, also soll Versteuerung, ich erkläre das nochmal kurz, soll heißt, die Umsatzsteuer ist schon fällig in dem Moment, wo du die Rechnung schreibst und die Leistung erbracht hast. Ist Versteuerung heißt, dass es erst fällig ist, wenn das Geld auf deinem Konto eingegangen ist. So, und deswegen am Anfang bitte hier die Ist-Versteuerung auswählen. So, und das darfst du auch, weil du hier klein und also mit einem kleinen Unternehmen startest und noch keine 600.000 Umsatz machst und auch keinen Gewerbebetrieb hast, der über 60.000 Umsatz macht, also keine Buchführungspflicht besteht. Deswegen kannst du sagen, ich mache das nach Ist-Versteuerung mit dem Haken hier. So, hier ein wichtiger Punkt nochmal, wenn du eine Umsatzsteuer-ID-Nummer brauchst, weil du vielleicht irgendwas im Ausland machst, ausländische Kunden hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier diesen Haken anzuhaken und dann bekommst du automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern eine Umsatzsteuer-ID-Nummer. Oder auch Value-Added Tax Number, VAT. Genau. Gebäudereinigung und Bau, das gehen wir mal auch hier davon aus, dass das im Normalfall nicht der Regelfall ist. Ansonsten müsstest du hier etwas auswählen. So. Umsatzsteuerliche Organschaft, das ist, so, hier Fehler, ignorieren wir erstmal. Umsatzsteuerliche Organschaft hast du sicherlich nicht, also lass es weg. Und Besonderheiten, Mini-One-Stop-Shop, wenn du einen Online-Shop hast und viele Waren ins Ausland verkaufst, dann sind hier Angaben nötig, aber bitte auch da der Hinweis, das mach nicht alleine, sondern lass dich von einem Steuerberater beraten, der füllt dir auch den Fragebogen aus. Und dann läuft das gleich richtig, weil hier steckt auf jeden Fall auch ein ordentliches Risiko für dich drin, sonst. Das gleiche ist für Online-Handel im Internet. Da muss man hier angeben, wenn du das über Webshops verkaufst, eigener Webshop oder auch Amazon Marketplace, solche Geschichten, die müssen hier alle aufgeführt werden. So. Zusammenfassung von den Unterlagen. Was schickst du dem Finanzamt mit? Eine Lastschrift kannst du, musst du nicht. Vollmacht machst du nur, wenn du einen Berater hast. Das gleiche gilt hier. Und typischerweise musst du hier gar nichts ausfüllen. Das war's. Also wenn du es ohne Berater machst, musst du hier nichts ausfüllen. Genau. Und hier die Marketplace, wenn du mehr als 99 hast, musst du hier noch eine Anlage einfügen. Aber das
haben wir ja nicht. Dann gehst du auf alles prüfen und dann zeigt er dir, hier sind noch 1000 Fehler. Da gehst du dann zurück, füllst das alles aus und am Ende kommst du zu dem Punkt, dass du das versenden kannst und zum Finanzamt schickst. Und dann wartest du ab und kriegst dann, das dauert immer so mindestens eine Woche, manchmal länger, kriegst du Post vom Finanzamt mit deiner Steuernummer und dann kannst du die verwenden und hast dein Unternehmen erfolgreich selbst angemeldet. So, viel Erfolg beim Umsetzen und wir sehen uns im nächsten Video.